hi Thomas, sei gegrüßt. Ich wollte nur einen kleinen Tipp schon mal geben für das Tapping. Im Kurs 3 werde ich das noch ein bisschen genauer vorstellen, aber damit du jetzt auf den richtigen Weg kommst, gleich schon ein paar kleine Tricks. Du hast ja auch gefragt in einem anderen Thread mit dem Plektrum, wie ich das so mache in der rechten Hand, wie ich das so verstecke. Das können wir ja auch gleich erstmal klären, weil das braucht man auch fürs Tapping rechts, diese Technik. Also normalerweise klar, Daumen, Zeigefinger, das Plektrum. Eine Möglichkeit ist, das habe ich jetzt gerade gemacht, das hast du gesehen, das Plektrum hinter den Ringfinger zu verstecken. Ich rutsche dann quasi so mit dem Pleck, ich halte es beim Daumen fest. Ich habe allerdings das Glück, dass mein Plektrum und meine Finger irgendwie so kohäsionstechnisch irgendwie, also von verbindungstechnisch da irgendwie ganz gut zusammenpappen. Hier, was dieses hier, ein ziemlich glattes Pleck. Jedenfalls habe ich das Pleck ganz gut im Griff und ich rutsche aber an den Fingern lang, also an den Vorderseiten der Finger, bis es auf der Höhe vom Ringfinger ist und dann rolle ich den Ringfinger ein und dann habe ich es hier hinter geklemmt und dann habe ich die drei Finger frei. Ist ein bisschen eine kleine Übungssache, wenn du jetzt trockenere Hände hast, dann kann das natürlich ein bisschen eher rutschen, dann hat man leider diesen Haftungstrick nicht. Da musst du dann ein bisschen mehr den Kontakt zu den Fingerspitzen bzw. den Vorderflächen halten und dann rutschst du da hinten rein, rollst den Ringfinger ein, musst du vielleicht noch ein bisschen korrigieren, so insgesamt und dann hast du die drei Finger vorne frei, das ist ja für diese Blues-Techniken, da mache ich das ja auch immer so und dann habe ich es hinter dem Ringfinger, damit ich die drei Finger zum Picken und zum alles Mögliche da rechts frei habe. Das ist die Möglichkeit, die kannst du jetzt auch benutzen fürs Tapping, weil du da den entweder den Mittelfinger oder den Zeigefinger zum Tappen hier brauchst bei diesem kleinen Nick. Ich persönlich bevorzuge den Mittelfinger zum Tappen, weil der einfach ein bisschen länger ist, bin dran gewöhnt, was immer, habe ich mir vielleicht auch selber ein bisschen so beigebracht. Deswegen ist es auch eine Idee, der ist natürlich jetzt auch frei, aber ich sage trotzdem, die andere Technik, die ich nämlich auch mit dem Plektrum häufig mache, ist einfach, ich rolle es hinter dem Zeigefinger ein. Ich hatte also so normale Haltung ungefähr und jetzt nehme ich es einfach zurück, so ungefähr auf die Höhe vom ersten Fingerglied, so ungefähr, sagen wir mal so, ne? Und dann rolle ich es hier ein. Dadurch habe ich natürlich auch jetzt den Mittelfinger frei. Ein bisschen die Schwierigkeit ist natürlich, dass ein Finger jetzt eingerollt ist und die anderen möglichst sich da irgendwie frei bewegen sollen. Aber ich denke, mit ein bisschen Übung kriegt man das schon hin. Na, also diese Geschichte, entweder den Zeigefinger klemmen und dann habe ich es ungefähr so liegen. Muss ein bisschen probieren, kann man schöne Trockenübungen machen vorm Fernseher, seinen Pleckversteck-Trick zu trainieren. Oder eben, wie gesagt, die andere Technik, hinter den Ringfinger rutschen und dann da einrollen und dann hast du die drei Finger frei. Sehr schön für diese Blues-Geschichten, ja. Gut, also, so, jetzt kommen wir mal zu der eigentlichen Tapping-Technik, wie du die jetzt hier gebrauchen kannst. Ich hatte sie ja schon mal so ein bisschen gezeigt, die Tapping-Technik in so einem Video, wo dieser schnelle Ausschnitt war aus dem Improvisationsteil beim Heavy Metal, also so bei YouTube, wo ich ein bisschen auch was erklärt habe zum E-Gitarrenkurs, in der 12-Wochen-Version und so weiter. Da gibt es ja auch so einen schnellen Fast-Track und da habe ich den Spending-Lick erklärt mit Tapping. Da kannst du auch einiges schon abgucken, aber ich mache es jetzt hier ein bisschen anders mit dem Tapping. Und zwar mache ich Folgendes. Das Tapping ist schon so, das ist das im Prinzip, du schlägst Haus auf die Seite, wie beim Hammer-On, nur jetzt eben mit der rechten Hand. Guckst auch, dass du möglichst knapp hinter dem 15. Bundstäbchen bist oder vor dem Bundstäbchen, wie immer man das sieht. Jedenfalls, dass du da, hinter dem Bundstäbchen, dass du hier die Seite hammerst. Ob du das jetzt mit der linken Hand machst oder der rechten Hand, ist eigentlich jetzt egal. Du musst eben nur gucken, dass der Ton schön klar da ist, also schön erwischen. Und dann, ich nehme mir die Fingerspitze, dann kannst du jetzt ungefähr so sehen, wo die Seite bei mir so lang verläuft. Dieser Hammer ist also ein bisschen eher so schräg, weil die Hand an sich natürlich ein bisschen schräg ist. Das ist vielleicht für jeden so ein bisschen verschieden. Ich habe schon Leute gesehen, die eher so dazu standen, zu den Seiten oder wie immer. Da versuchst du ein bisschen so vielleicht zu machen, wie ich das mache. Jedenfalls gut die Seite hämmern. Und jetzt kommt diese Pull-Off-Technik nach dem Tapping. Da hatte ich ja in dem anderen Video hatte ich so eine Technik gezeigt, die ist auch gebräuchlich, dass man dann mit dem Mittelfinger so nach vorne weg flitscht, quasi nach dem Tapping in diese Richtung geht. Das geht auch. Das empfiehlt sich, wenn du zum Beispiel das mit einem Bending kombinierst und dann Tapping und Pull-Off machst. Ja, wo man da nicht so nach dem Bending nicht so viel Platz hat, in die andere Richtung zu gehen. Aber ich zeige dir das jetzt mal, wie das bei dem Lick hier besser funktionieren würde. Ist nämlich folgendes. Du taps, schön eng ans 15. Bundstäbchen. Und jetzt pulst du so, dass der Mittelfinger in Richtung H-Seite geht. Also auf der H-Seite landet. Das ist in gewisser Weise so eine umgedrehte Technik von der linken Hand. Hier geht es wirklich in, du taps und machst den Pull, dass der Mittelfinger zur H-Seite rübergezogen ist.
Das ist im Zusammenhang näher ein bisschen günstiger. Tappen und in diese Richtung gehen. Ja, schön locker, einen gewissen Schwung. Ne? Könnte, wie gesagt, auch nach vorne gehen. Aber du merkst schon, der Klang ist ein bisschen dünner, wenn ich nach vorne gehe, als wenn ich so gehe. Ne? Das ist also schon so ein bisschen komplementär, den Effekt, dass das Pullen deutlicher wird, wenn du auf der nächsten Seite landest. Ne? Also das ist komplementär zur linken Hand. Ja, du erinnerst dich. Also mach's mal so. Geht hier besser. Die andere Technik wirklich eher nur, wenn du aus dem Bending kommst, wo das dann hier ein bisschen enger wird. Jetzt also tappen. Schön in die Richtung ziehen. Genau, und der Trick war ja, das war das links, das durfte nicht das Ding sein, das weißt du, wie es funktioniert. Schön dann am 3. Bund hämmern aufs G. Also hier oben, 15. Bund, jetzt zur leeren Seite und dann zum 3. Bund zum G. Und der Trick ist jetzt natürlich nachher, in die Reflexe hinzubekommen, dass es immer schneller wird. Daher kommt der Reflex, wie gesagt, Reflexe nicht zwingen. Man könnte es wirklich ins Hingehen, kleine Rhythmisierungstechniken da verwenden. Erinnerst dich bisher im Power Club 2 dabei, was man da schön machen kann bei den Dreier-Sequenzen, ne, dass man eben da rhythmisch ein bisschen variiert, ne, solche Geschichten. Ne. Das bringt sehr gut, um mehr Geschwindigkeit zu kriegen. Oder? Ja. Okay, also ein bisschen noch was zum Rausfinden. Okay, aber noch was zum Rausfinden, genau, was für Töne spiele ich eigentlich überhaupt hier? Ne? Dieser hier und das und das. Was sind denn das für Töne? Ja, hier oben 15. Bund. Das ist wieder unser hohes G, beziehungsweise wieder, also ein hohes G und leere E-Seite und hier unten das G. Also was haben wir hier für interessante Töne E, G und E. Und jetzt mal überlegen, zu welchem Dreiklang die gehören. Ja, zu welchem Dreiklang gehören sie richtig? Das sind E-Moll-Töne, ganz wichtige E-Moll-Töne. Ja, also merkt man schon, so kann man auch schön ein Dreiklang, ein bisschen so fehlt uns jetzt natürlich das H, kann man natürlich sehr schön auch in der Tapping-Technik spielen. Das ist schon so ein E-Moll-Akkord-Sound, also Grundton und Terzen sind ja die wichtigsten, Quint ist nicht so wichtig. Und man könnte hier oben das hohe E auch vielleicht mal spielen als Wechselton. Das H, ne, was auch zum E-Moll-Dreiklang dann gehört. Dann hat man einen vollständigen E-Moll-Dreiklang. G, E, H. Wie würde ich da jetzt E-Dur draus machen? Preisfrage für Fortgeschrittene. Ja, richtig, wenn ich hier das Gies spiele anstatt G. Ja, man kann auch ein bisschen experimentieren, einfach ein bisschen wandern. Jetzt vielleicht noch einen Bund tiefer. In der rechten Hand ein Tapping. Ja, aber schön locker machen und viel entspannen. Da muss man sehr aufpassen. Dieses Tapping geht sehr auf den, hier auf dieses Gelenk, auf das Fingergelenk. Das kann wirklich dann auch fast schon so kleine Verletzungen führen, wenn man das nicht rechtzeitig entspannt. Ne? Und am nächsten Morgen wacht man auf und dann klopft es hier im Gelenk, weil der Knorpel sich gelitten hat oder irgendwelche diese Stöße da bekommen hat. Also vorsichtig üben, sehr vorsichtig. Ne? Langsam und locker. Wie gesagt, und dieser kleine Trick mit dem Plektrum ist auch eine ganz witzige Angelegenheit für diese Geschichten. Okay. Jo.